Hallo meine Netzschwinger und Wandkrabbler und willkommen bei Hell's Games zu einem neuen Storyplay von Spider-Man. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode und wie immer verlinke ich euch den letzten Teil der Story in der Infobox. Und nun geht's los. Viel Spaß. Ach, weißt du, globale Pandemie, Weltuntergang, solche Sachen. Warum frage ich auch? Alle Einheiten, Geiselnahme eines Busses durch maskierte Terroristen. Wir sind dann bereit, Dr. Michaels. Ist das der Teufelsatem? Es heißt GR27 nicht. Seien Sie vorsichtig. In den falschen Händen könnte es... Keine Sorge, wir sind die Besten der Welt. Da fühle ich mich gleich besser. Code 381, Paket ist unterwegs. Hier entlang, Dr. Michaels. Was zur Hölle ist das? Feinde! Paket sicher! Willkommen an Bord, Doktor. Hände weg! Wir machen das! Ja, sicher doch. Yuri, ich verfolge Martin Lee. Ich glaube, er hat Dr. Michaels und den Teufelsatem. Verstanden. Schicke dir mehr Einheiten. Michaels lebt noch. Das ist gut. Wahrscheinlich möchte er ihn zwingen, mehr Teufelsatem herzustellen. Ich muss diesen Laster aufhalten. Oder Panzer. Oder was das ist. Dabei.
die Jungs in den Wagen erledigen, bevor ich mir Lee hole. Wow! Ja! Der Retter naht. Er wird kommen und alle Sünder vernichten. Sorry! Lee, geben Sie's her! Bremsflüssigkeit! Wie sieht's aus? Hast du Lee erwischt? Ich arbeite dran! Ja, das nehme ich. Was machen Sie mit mir? Ich gebe dir eine neue Perspektive. Ich muss ehrlich sein, ich hatte gehofft, dich herzubringen. Meine Fähigkeiten verleihen mir eine gewisse Überzeugungskraft. Ich habe dich beobachtet. Ich habe am Rathaus auf dich gewartet. Du bist nicht gekommen. Wo warst du? Ist das echt? Oder nur in meinem Kopf? Wirklich zu schade, dass so viele starben und sie kein Held rettete. Der Officer hat dir das Leben gerettet, nicht wahr? Er war deinetwegen hier. Und Norman wollte ihn benutzen. Am Ende war es vergebens. Und was hat Norman überhaupt gemacht? Er ist weggelaufen wie eine Ratte. Er wusste, was passieren würde und ist geflohen. Norman ist für diese Stadt wie Krebs. Er muss vollständig entfernt werden, damit er niemals zurückkehrt. Er versteckt sich hinter seiner Lügenmaske. Ich werde sie zerbrechen. Und ihn ans Licht zerren. Setz sie auf! Werde einer von uns! Danke, ich verzichte! Ja! So oder so, du wirst zu mir kommen! Oh. All die verlorenen Seelen, die Unschuldigen, die du nicht retten konntest. Martin! Ihr Blut klebt an ihren Händen! Du kannst Osborn aufhalten! Du bist stark genug! Den Willen gebe ich dir! Sie liegen in den Kasten! Und du hast nichts getan! Ich kann nicht alle retten! Was ist schon ein Leben? Kampf hier. Ein Leben für eine Stadt voller Seelen. Du verteidigst Osborn oben in seinem Elfenbeinturm? Das ist nicht echt. Zeig mir deine wahre Kraft. Ugh!
Maske vom Gesicht und stelle dich bloß! Die Schatten sind meine Diener und ich gebe ihnen Kraft. Die Maske! Ich muss die Maske zerstören! Hör auf! Ich hole sie aus der Dunkelheit, Martin! Ich finde deine Familie und töte alle, die du liebst. Warum kämpfst du für die? Sie schlagen dich Gefahr. Sie spucken auf dich. Du wirst in deinem Geist verfaulen. Sie können zurück ins Licht kommen. Nein! Alles okay? Haben die es? Ja. Wie besorgt muss ich sein? Sehr. Sie sind ein gefragter Mann. Wo ist das Serum? Weg. Didiskoja. Ein toller Superheld. Du glaubst, Leute zu retten und machst alles nur schlimmer. Das ist deine Schuld. Meine Schuld? Er stand unter eurem Schutz. Brauchst du wirklich zwei davon? Stopp! Wir müssen Mr. Osborn informieren. Ich gehe mit ihr. Danke. Das vergesse ich nicht. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Yuri, sag mir bitte, dass du weißt, wo Lee ist. Wir haben ein Video von jemandem im Café. Offenbar ist er nach dem Unfall in eine schwarze Limo gestiegen. Schwarze Limo, super. Lass mich ausreden. Wir kennen Teile des Kennzeichens. Einer meiner Jungs hat eine passende schwarze Limo auf einem Parkplatz nähe Canal und Hudson gefunden. Du bist echt gut, Yuri. Bin unterwegs. Spider-Man. Hallo? Funktioniert das? Dr. Michaels? Wie rufen Sie mich an? Habe ein Sable-Funkgerät geborgt. Also, den Teufelsatem würde man an wichtigen Knotenpunkten freisetzen. An Flughäfen, Bushaltestellen, Bahnhöfen. Dann verbreitet er sich wie ein Lauffeuer. Verdammt, warum entwickelt Oscorp eine Biowaffe in der Stadt? Macht man das nicht in der Antarktis? Der Teufelsatem ist wichtig für Norman. Er ist seit Jahrzehnten davon besessen. Das Projekt verstößt gegen alle Gesetze und Regelungen, aber das interessiert ihn nicht. Wenn die Stadt das erfährt, war es das mit der Wiederwahl. Nicht nur das. Er käme in Den Haag wegen Kriegsverbrechen vor Gericht. Warum erzählen Sie mir das alles? Sie trifft doch dieselbe Schuld wie Norman. Ja, absolut. Aber Lees Aktionen waren ein Weckruf für mich. Wir haben die Risiken viel zu lange ignoriert. Ich vertraue dir, Spider-Man. Du bist der Einzige, der das Richtige tun will. Bitte, schütze die Stadt vor unseren Fehlern. Nachricht von Doc. Parker,
Ich wollte Ihnen danken. Ihre Arbeit an den neuralen Schnittstellen war einmalig. Ich wünschte, Sie könnten sehen, was das bedeutet. Mir schwant allmählich, wie mächtig und hinterhältig die Kräfte sind, die sich gegen wahre Visionäre stellen. Aber es ist bald soweit. Versprochen. Ich tue alles für unseren Erfolg. Mächtige und hinterhältige Kräfte? Das klingt gar nicht gut. Ich sollte mal bei Doc vorbeischauen. Alle Einheiten, wir erhalten Meldungen über eine scharfe Bombe im Gebiet. Haben einen Vorfall beim Union Square. Bitte kommen. Zu meinem Kind, hallo? Ist doch okay, oder? Ich sollte mir hier auch noch den Sender von MJ ansehen. Wenn ich das rekonstruiere, kann ich Tombstones Fahrzeuge verfolgen. Das sollte reichen. Zeit für einen Test. Okay, einfach dem Signal nach. Sollte mich an den Ort führen, an den Tombstone will. Tombstone. Der macht mir echt Kopfschmerzen. Undurchdringliche Haut plus null Moral gleich großes Problem. Hoffe, Autos zerlegen ist das Schlimmste, was er so macht. Der Laster. Na, ihr Sonntagsfahrer? Mist, das ist Spider-Man. Ruft Verstärkung. Wer hat dir das Zeug nur bezahlt? Hey, die ganze Bande ist da. Biker erledigt.
Mal sehen, was im Laster ist. Chemikalienbehälter. Aber alle sauber geschrubbt. Offenbar kommen die alle vom Alchemax-Werk in Harlem. Aber was war in ihnen drin? Das Geräusch bedeutet das Ende unserer Blitzrunde. Sollte mal bei Alchemax vorbeischauen und herausfinden, was in diesen Fässern war. Tombstone plant da was. Wahrscheinlich illegal. Definitiv gefährlich. Hey, danke, mein Freund. Ich hab ihn. Spidey, umarm? Nein, meine Mom bekäme die Krise. Nett, dich kennenzulernen? Yuri, was ich fragen wollte, wie denkt Sables Team über unsere besondere Beziehung? Sie lieben es. So schlimm, hä? Tja, sollten sie je rausfinden, was du alles von mir erfährst, wäre eine Zelle in Rikers wohl mein kleinstes Problem. Ich will dich nicht in Gefahr bringen, wenn es besser ist, den Kontakt abzubrechen. Nichts da. Die Stadt braucht uns beide. Jetzt mehr als je zuvor. Vergiss. Mist. Der Teufelsatem ist weg. Ich sollte MJ vorwarnen. Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Was hast du nur vor, MJ? Laut Standish suchen die Dämonen etwas in Grand Central, aber was bitte könnten sie dort brauchen? Sollte wohl Peter anrufen und ihm sagen, was ich gerade mache. Obwohl, lieber nicht. Er würde mich sowieso nur nach Hause an meinen Laptop schicken. Ich schaue mir das schnell an und lass ihn wissen, was ich finde. Oscorps patentiertes Arsenal intelligenter sensorbestimmter Munition reduziert Kollateralschäden auf dem Schlachtfeld um über 94%. Oscorps patentiertes Arsenal intelligenter sensorbestimmter Munition reduziert Kollateralschäden auf dem Schlachtfeld. Oscorps Entwicklungsteam arbeitet eifrig an einer radikal neuen Form von Batterie, die sich selbst mithilfe von Schallwellen auflädt. Schon in wenigen Monaten werden Sie ein Telefon kaufen können, das nie an die Steckdose muss. Cool. Osborn hat sich wohl Hilfe von außen geholt. Bezahlt alles aus eigener Tasche. Diesen Führungsstil braucht er. Wenn Wolf Fisk noch da wäre, würde er den Attentäter unterbringen. Weltweit einziger unüberwindbarer Verschlüsselungsalgorithmus. Probieren Sie es selbst aus und sehen Sie, wie Oscorp Ihre Welt jeden Tag besser macht. Und los. Unglaublich. Wie sehe ich aus? Wie cool. Das ist die Zukunft. So krass. Dieses Verteilgerät für Gaia-Mikroben setzt spezielle Mikroben in der Atmosphäre frei, die dafür sorgen, dass unsere Ozeane und Flüsse sauberer sind als jemals seit Menschengedenken.
Mr. Lee. Es wird für alle leichter, wenn du ruhig bleibst und tust, was ich sage. Polizei! Hier drüben! Nein! À moi! Büro? Geben Sie mir Bürgermeister Osborne. Und Sie sind? Der Mann, nach dem er sucht. Was wollen Sie? Seien Sie am Grand Central Terminal. In 30 Minuten. Allein. Oder noch mehr Blut klebt an Ihren Händen. Bin unterwegs. Geht es dir gut? Ja, alles gut. Aber beeil dich. Ich mach's so schnell es geht. Was tust du in Grand Central? Erklär ich später. Hör zu, Lee hat vor, den Teufelsatem freizusetzen. Du musst sofort weg da! Das wird er erst tun, wenn Norman Osborn hier ist. Moment, das war sicher die ganze Zeit Lees Plan. Er wollte Norman zwingen, den Teufelsatem freizusetzen, damit er schuld ist. Er gibt irgendwie Sinn, wenn man ein Psychopath ist. Gut, ich bin hier. Komme jetzt rein. Sollte ich auf irgendwas achten? Und da sind wohl ein paar Drohnen auf Streife. Er weiß offenbar, dass du kommst. Keine Angst, ich bin im Lüftungssystem. Siehst du einen sicheren Ausgang? Jetzt beruhigt euch doch! Südwestliche Ecke. Bin schon unterwegs. Wenn ich näher komme, sehen die Drohnen mich. Siehst du dieses Tablet da? Das steuert die Drohnen. Kommst du daran? Ja, wenn du sie ablenken kannst und es überlebst. Bin bereit, sag Bescheid. Okay, ich bin bereit. Achtung! Das ist immer... Ich bin Reporterin. Ich habe Kontakt zu Bürgermeister Osborne. Ich kann dafür sorgen, dass er kommt. Pünktlich. Wie? Zuerst lasst ihn gehen. Bewegung. Sie dürfen mich nicht sehen.
Oh oh. Drohnen, Entdeckung. Hast du noch das Tablet? Ja. Beeil dich lieber. Okay, ich schaff das. Komm schon, komm schon. Fast geschafft. Ich hab's geschafft. Gut gemacht. Dann werde ich jetzt hier raus. Was ist mit dem Teufelsatem? Ich hole ihn später. Nein, wir sind Partner, weißt du noch? Können wir später streiten? Die Leute könnten sterben, wenn wir ihnen nicht helfen. Und du auch. Das werde ich nicht zulassen. Nein. Ich habe mich selbst reingeritten und komme auch selbst hier raus. Was meinst du mit dich selbst reingeritten? Das gefällt mir nicht. Das sind zu viele. Dann erledigen wir sie doch einfach. Lautlos. Sie sind sich noch zu nahe. Wir können einander noch sehen. Ich muss ihn weiter weglocken. Sehr gut. Schnapp ihn dir. Schalt ihn aus. Diese Gruppe zu trennen. Ich versuch mal, sie zu trennen. Na, Junge, was ist raus? Oh. Na, weiter. Los! Schalt ihn aus! MJ, wusstest du, dass Lee hier ist? Nicht so richtig. Was soll das heißen? Ich dachte, dass irgendwas passiert, aber nicht so. Warum hast du nichts gesagt? Wir sind doch Partner. Hey, Partner vertrauen einander, Peter. Was soll das heißen? Ich vertraue dir. Ja, wenn ich zu Hause an einem Laptop sitze. Ach, komm schon. Können wir jetzt bitte weiter die Stadt retten?放松吧，没发现。 老板真是算了，谁在那儿？
Zauber. Schalt ihn aus. Muss an ihm vorbei. Bin bereit. Los. Startet den Timer. Kabel. Zwei blaue, ein gelbes und ein rotes. Such nach dem Anschluss der Kabel. Sie sollten je nach Funktion farbcodiert. Oh, okay. Blau ist wohl mit der Batterie verbunden. Gelb mit einem Lüfter. Rot hat ein kleines Ausrufezeichen. Gut. Du musst als erstes die Kabel von der Batterie trennen. Folge den Kabeln bis ans andere Ende und löse sie. Okay. Trenn die Kabel von der Batterie. Okay, erstes Kabel getrennt. Jetzt das zweite. Das andere Batteriekabel. Und was jetzt? Der Lüfter? Ja, und dann das letzte Kabel. Aber beeil dich. Okay, jetzt das rote. Geschafft. Gut gemacht. Wow. Ja. Bringen wir jetzt die Leute hier raus. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bist du bereit? Okay, ich mach den Weg frei. Aber bitte leise. Alles klar. Gute Nacht. Okay, ich mach den Weg frei. Aber bitte leise. Alles klar. Muss vorsichtig sein, sonst werden die Geiseln verletzt. Schlaf schön.
Warum will Lee eigentlich New York terrorisieren? Hat dich überrascht, was? Fisk hätte niemals auf diese Weise Geiseln genommen. Er hatte recht, ich vermisse ihn. Sicherheitsverstoß! Okay, MJ, Zeit zu gehen. Leute, alle mir nach! Ihr gewinnt sie da. Das hat sie sich ja. MJ, hast du es geschafft? Ja, alle in Sicherheit. Gut gemacht. Hey, Peter. Ja? Nach der Sache sollten wir beiden reden. Ja, sollten wir. Aber zuerst tritt sie mich in den Hintern. Mit MJ sollte man es sich niemals verscherzen. Was mich heute wohl erwischt hat? Okay, Jungs, kleines Quiz. Wusstet ihr, dass Grand Central den größten Keller in New York City hat? Verrückt, was? Da unten würde die halbe Brooklyn Bridge reinpassen. Aber sowas bauen die heute gar nicht mehr. Früher waren die Keller in New York einfach tiefer. Naja, so ein Quiz macht Spaß, aber ich muss euren verrückten Boss davon abhalten. Okay, Jungs, kleines Quiz. Wusstet ihr, dass Grand Central den größten Keller in New York City hat? Verrückt, was? Da unten würde die halbe Brooklyn Bridge reinpassen. Aber sowas bauen die heute gar nicht mehr. Früher waren die Keller in New York einfach tiefer. Naja, so ein Quiz macht Spaß, aber ich muss euren verrückten Boss davon abhalten, die Stadt zu zerstören. Bringen wir es zu Ende. Mario Hera, Koro Chidicha.
Lees Fluchtplan ist der Zug. Er darf nicht entkommen. Der Bahnsteig ist offen. Da ist sicher auch Lee. Der Zug bewegt sich. Lee entkommt. Endlich. Sorry, bin zu spät. Passiert mir dauernd. Tun Sie das! Ich begleiche eine Schuld. Ich bleib wohl besser auf Distanz. In den Nahkampf. Beenden wir es. Hat nicht geklappt. Ich sollte besser abwarten. Er wird wohl langsam müde. Er ist wehrlos. Meine Chance abwarten. Endlich. Ich sollte wegbleiben, bis er müde wird. Verletzt. Er wird wohl langsam müde. Meine Chance. Meine Chance abwarten. Er ist wehrlos. Sie sind krank. Ich will Ihnen helfen, Martin. Ich will Ihnen nicht wehtun! Nichts kann mir wehtun. Nicht mehr. Ah!
Keine Bremsen? Kein Problem. Das hat letztes Mal funktioniert. Yuri, bauen Sie noch an der 42. und 1.? Ja, da ist noch ein Platz gesperrt. Wieso? Nächster Halt, Knast. Bringt die Ladung zurück ins Labor. Bewegung! Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Hey, ich bin's. Sag Bescheid, wenn du reden willst. Und das ist jetzt nicht reden? Nein, 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 nicht die Art von vorbei! Bitte sag nein, bitte sag nein! Okay, okay. Und nicht okay. Was gibt's da nachzudenken? Oh, ach ja? Klasse. Du hast es geschafft. Lee kommt ins Raft. Der Teufelsatem ist sicher bei Sable. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Wie viel Zeit hast du? Nicht viel. Deine Heldentaten sind mein Papierkram. Aber weißt du was? Gute Arbeit. Danke, Yuri. Das habe ich gebraucht. Über der Sache mit Lee habe ich die Stadt vergessen. Wird Zeit, wieder der Freundliches bei dir aus der Nachbarschaft zu sein.